Wir haben einen guten Ball gespielt. Wir haben verkörperte wie kein Zweiter das Selbstverständnis dieses Vereins. Kowalski geht spielend an seinem Gegner vorbei. Gabi, du warst ein toller Mensch. Ruhe und Frieden. Jürgen Grabowski stirbt natürlich nicht, sondern der Jürgen wird immer in uns bleiben. Den Ausgleich zum 1:1 schoss Jürgen Grabowski. Der ewige Krabi. Ein Verein, eine Stadt. Die Fußballwelt verneigt sich vor Jürgen Grabowski. Vorm Heimspiel gegen Bochum hüllt sich ein ganzes Stadion in gedenkendes Schweigen. Frankfurt steht einen Moment still für einen wunderbaren Sportler. Ich war natürlich bei der Eintracht von den 15 Jahren 11,5 Jahre Kapitän. Und wenn man Kapitän von der Mannschaft ist, ist die Zugehörigkeit natürlich noch ein Stück größer. Und dann habe ich das Glück gehabt und habe in Frankfurt ganz gut gespielt. Also die Eintracht wollte mich auch nie gehen lassen. 14. August 1965, Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV, voller Tatendrang und Unbekümmertheit in seinem ersten Bundesligaspiel. Grabi war auch ein Spieler, den musst du immer anspielen. Der brauchte den Ball. Grabowski umspielt Verteidiger Volker Becker. Wieder ist Huberts der Torschütze, 2:0. Schauen Sie mal, wie spielend leicht Grabowski den Berliner umkurvt. Der Straßenfußballer aus Wiesbaden-Biebrich hat eine selten erlebte Leichtigkeit in seinem Spiel. Darum ist er groß geworden, weil der wusste immer, was macht er mit dem Ball. Wem er anspielt, wen nicht anspielt, und das war seine Stärke. Symphonische Bewegungen. Jürgen Grabowski war ein Konzertmeister in kurzen Hosen. 30.000 Zuschauer umjubelten den Frankfurter Mannschaftskapitän. Weil jeder für sich Erinnerungen hat, jeder von sich hat Tore, hat Dribblings, ob in der Nationalmannschaft, als Weltmeister oder bei uns, bei der Eintracht. Es sind immer wieder Bilder, die Jürgen Grabowski bei uns behalten werden. Und Schlagzeilen, die für immer stehen. Die ewigen Derbys mit Offenbach, heißblütig und nicht immer stubenrein. Grabi gegen den OFC, reingehauen wo nötig, besänftigt, wenn angebracht. Und er hat smart und leidenschaftlich gleichzeitig den Fans aus der Seele gesprochen. Wir wollen auf keinen Fall verlieren und auf keinen Fall unentschieden spielen. Typisch Grabi. Ein weiter Pass von Nickel auf Hölzenbein. Der setzte sich durch gegen Theis. Der kluge Rückpass, Grabowski, 35 Sekunden gespielt. 1:0 für die Eintracht. Der Grabi war natürlich das Idol von Frankfurt. Er hat Eintracht Frankfurt gelebt. Er ist ein super Typ und das ist schon unfassbar. Grabi ist cool und Zeitgeist. Wiesbaden, Flemingstraße 42. Hier wohnt Jürgen Grabowski. Mit 38 internationalen Einsätzen erfolgreichster hessischer Nationalspieler. Entspannung im Elternhaus bei der täglichen Autogrammpost. Grabi hat mich irgendwann mal eingeladen ins Buffalo Steakhouse in Frankfurt. Hat er dann die Autogramme und so weiter geben müssen. Dann hat er zu mir gesagt, so Lucke, warten wir ab. Die kommen auch noch zu dir. Jürgen Grabowski, der in den nächsten Wochen 30 Jahre alt wird, zu seinen Hobbys. Zu meinen Hobbys gehören Tennisspielen und mein Schäferhund. Den habe ich jetzt seit 3 Jahren. Und er macht mir sehr viel Freude. Und gerade in der Hektik des Bundesliga ist es immer eine willkommene Abwechslung. Dieser goldene Pokal und Jürgen Grabowski ziehen sich magisch an. Ja, wir haben alle Leute fit hier, bis auf der Jürgen Grabowski. Hat sich gestern beim Training auch nicht verletzt, aber er musste heute ein bisschen kürzer treten. Aber es ist keine ernstliche Verletzung, sodass wir morgen mit 11 topfitten Leuten ins Rheinstadion einlaufen.
Und wie Grabi inszeniert, Holz trifft, DFB-Pokal-Endspiel 1974. In 5 Wochen Weltmeister und deutscher Pokalsieger, das ist schon was. Tja, das kann man wohl sagen. Und morgen der Empfang auf dem Römer, da wird es heiß zugehen. Ja, da habe ich auch schon gewisse Erfahrung. 3:1 nach Verlängerung gegen den HSV. Für Grabi ist der erste Pokalsieg der Eintracht, wie er sagt, genauso groß wie eine Weltmeisterschaft. Dass er den Cup nach Trikottausch im falschen Outfit entgegennimmt, herrliche Anekdote bis heute im Hessenland. Wir waren in Frankfurt zum Beispiel ja überwiegend Spiele aus Hessen. Ich glaube, wir hatten ein Jahr dabei, da war gar keiner außerhalb von Hessen. Das war der Peter Reichel von Gießen, Hölzenbein, Limburg, Nickel, Herborn, Eisenrot, Grabowski, Biebrich, Kunde, Wetzlar, Trinklein, Frankfurt, Jürgen Kalb, Höchst. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Denn im Wald, da spielt die Eintracht. Halle, hallo, die Eintracht. Hessen sind Frohnaturen. Selbst eine Wetterweltuntergangsstimmung in Hannover schlägt nicht aufs Gemüt. DFB-Pokalfinale 1975, der Aufheller, diese Grabowski-Ecke. Hier, Schuss von Hölzenbein, Abwehr, Nachschuss, Körbel, das 1:0. Das goldene Tor gegen den MSV Duisburg eines treuen Weggefährten. Ja, für mich persönlich ist ein Freund verstorben. Er hat mein Leben seit 1972 im Grunde genommen begleitet. Wo ich zur Eintracht gekommen bin, hat mich immer unterstützt, hat mich immer wohlwollend geführt. Und es ist sicherlich jetzt wirklich ein Schock, um das auch zu verarbeiten, weil einfach der Grabi immer da war. Die goldenen 70er, sie waren Lifestyle und Zeitgeist. Dabei wollten sie einfach nur gute Kicker sein. Jürgen Grabowski war eines immer ganz wichtig. Nah am Fan. Grabi hat immer die Menschen mitgenommen. Wir wissen genau, wenn wir gute Spiele liefern, dass das Publikum hinter uns steht. Und das Publikum hat es im letzten Jahr schon bewiesen, dass sie sehr zahlreich nach Düsseldorf gekommen sind. Die Mannschaft war sich an für sich klar darüber, dass auch sehr viele Frankfurter wieder nach Hannover kommen. Dass es allerdings 15.000, 16.000 sein würden, das hätte ich und hätte auch die Mannschaft nicht gedacht. Das hat uns natürlich zusätzlich stimuliert. 555 Spiele, 151 Tore, immer nur die Eintracht. Grabowski, elegante Drehung um Cordes herum, 1:1. Da war der Grabi schon auch 30 und da war ich erstmal erstaunt, dass er noch so fit gewesen ist. Abgesehen von seinen sportlichen Leistungen, er war ja hier der absolute Publikumsliebling, war er als Mensch immer sehr zurückhaltend, sehr fair. Freundlich gesinnt. Europameister, Weltauswahl, 44 Länderspiele. Jürgen Grabowski ist der einzige Mensch, der an seinem Geburtstag Fußball-Weltmeister wird. Der 7.7.74. Ich meine, es wäre gestern gewesen, denn wenn man das Glück hat, im Endspiel um die Weltmeisterschaft zu stehen und der Schlusspfiff dann kommt, den man herbeisehnt, und dann weiß, dass man Weltmeister geworden ist und dass man dann so Gedanken hat, wie die Welt gehört dir. In seiner derzeitigen Effektivität übertrifft er jeden deutschen Nationalmannschaftsmittelfeldspieler. Grabowskis Stärke, nicht nur Spielgestalter im Mittelfeld, sondern zugleich Kämpfer und Torschütze. Das Paket Grabowski, Hölzmann, Nickel, Wupp, das ist so Batsch, das ist das Feinste, was es gibt. Ja, auch nicht nur bei uns, sondern auch in der weiten Welt. Die Welt geriet in dieser Zeit im Frankfurter Süden gerne mal aus den Fugen. Die Eintracht spielt und der Jürgen zaubert. Die Bayern mit ihrem damals mächtigen Manager Schwan hatten der Eintracht ein Angebot vorgelegt. Ich war so froh, dass sie abgelehnt haben, sagt Grabi zu einer Offerte, die anderen den Kopf verdreht hätte. Als Vereinstreue noch kein leeres Wort war. Zum Leidwesen der Münchner. Großer Tag der besten Eintracht Frankfurt, die es seit langem gab. Die schwärzeste Stunde der Bayern seit wohl ebenso langer Zeit. Nickel zu Grabowski. 3:0. Nach 28 Minuten sind die Bayern schon beinahe K.O. gegen die wie entfesselt spielenden Frankfurter. Am Ende hat der Fußballgott ihn mit der schweren Krankheit und dem schweren Leiden erlöst und hat ihn vielleicht da oben hingeholt,
vor kurzem Bernd Nickel, sagt, da bin ich nicht allein. Ich muss die Ecken nicht mehr allein schießen, jetzt bist du wieder mal mit dem Trippeln dran. Vielleicht finden sich da die alten Eintrachtler, finden sich da zusammen. Das letzte Solo einer Legende. Nach einem Foul von Matthäus an Grabowski in der 80. Minute musste Frankfurts Kapitän mit einer schweren Mittelfußprellung vom Platz getragen werden. Den größten Triumph der Vereinsgeschichte begleitet diese wunderbare Geste. Bernd Hölzenbein gibt den UEFA-Cup an den verletzten Kapitän. Das Waldstadion verneigt sich. Schillernd traurig geht die größte Spielerkarriere in der Geschichte der Eintracht 1980 zu Ende. Den Trainer Grabowski gab es nur aushilfsweise, einmal sogar als Torschütze auf dem Platz. Spielertrainer Krabi. Sie haben Ihre Mannschaft gestern im Abschluss trainiert. Wie sind Sie mit dem heutigen Ergebnis und Ihrer Leistung zufrieden? Sie haben eben gerade gehört, wir haben das Ganze eilig, dazu fährt sonst weg. Ich möchte nur einen Satz sagen, ich bin stolz auf die Mannschaft. Den Coach, den Manager, den Boss Grabowski, den wir uns alle hätten vorstellen können, sollte es nie geben. Ich bin der Meinung, dass man so einen Job nur übernehmen kann, wenn man hundertprozentig sich dafür einsetzen kann. Und bei mir war es im Moment so, dass ich die eine oder andere Aktivität noch ausgeübt habe. Und wenn ich sowas bei der Eintracht mal tue, dann mache ich es hundertprozentig. Und dann ist alles andere, was sonst noch anfällt, zweitrangig. Und das war bisher noch nicht gegeben. Trotzdem immer dabei, ewig Eintracht. Natürlich auch beim jüngsten Erfolg, dem Pokalsieg in Berlin. Es ist mehr als eine Geste, dass Jürgen Grabowski in der Fanhymne mit einer Liedzeile verewigt ist. Danke, Grabi. Auf immer in Schwarz und Weiß. Wir haben die Eintracht im Endspiel gesehen. Mit dem Jürgen. Sie spielte so gut und sie spielte so schön. Mit dem Jürgen Grabowski. Schwarz, weiß wie Schnee. Das ist die SG. Grabowski, der Torschütze. Jürgen ist Tafelsilber von Eintracht Frankfurt. Das ist die Krone. Verneigt sich Eintracht Frankfurt vor einem der Größten, die dieses Spiel je gespielt haben. Ja, stolz auf die Eintracht.